Schwerelos ist das Motto, das vom Tanzhaus Bonn für diesen Abend ausgerufen wurde. Da möchten wir uns natürlich dran halten und helfen hier mit unserer Delegation ein wenig dabei, die Charity Night Bonn 2017 zu einem regelrecht beflügelnden Ereignis zu machen. Tanzen für den guten Zweck, wir vom LVR und Mitten im Leben sind da natürlich mit auf dem Parkett. Und Schwerelos ist ja ein Motto, was jetzt eben seit 2 Jahren unsere Bälle begleitet. Und ich freue mich sehr, dass wir auch heute wieder Menschen mit und ohne Behinderung hier zusammenbringen können und das Motto Spaß haben, einen schönen Abend zu verbringen und gemeinsam mit dem Kauf der Eintrittskarte und vielleicht auch noch mit dem ein oder anderen Tombola-Los heute Abend etwas Gutes zu tun. Wofür ist das Geld? Das möchten wir jetzt einmal vorstellen, denn ich möchte die beiden Partner, für die wir das heute Abend machen, das ist einerseits die Lebenshilfe Bonn e.V. und der LVR, der Lebenshof, das Quartier, das Wohnquartier im Lebenshof, heute Abend vertreten durch Marion Frohn und Michael Heine. Die beiden möchte ich einmal auf die Fläche bitten, denn wir wollen so ein bisschen mehr erfahren, wofür machen wir das heute alles. Michael, die Projekte letztes Jahr, wir haben ein paar Bilder, du hast Bilder mitgebracht? Erzähl doch mal ein bisschen dazu, bitte. Ja, es gibt 2 Damen am Lebenhof, die haben sich ganz doll eine Reittherapie gewünscht und die Krankenkasse übernimmt sowas leider nicht. Ja, und da sind sie letztes Jahr, oder ist das Tanzhaus Bonn mit der Charity Night Bonn 2016 dann eingesprungen. Schön. Und du hast auch schon, ich habe ja schon die Folien gesehen, was wir hier einblenden, du hast schon einen Wunschzettel mitgebracht, was 2018 praktisch mit dem Geld, was zusammenkommt, gemacht werden soll. Genau, das wurde mir aufgetragen, hier einen Wunschzettel mitzubringen. Die möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Und zwar wird bei uns am Lehnhof ja jetzt gerade ganz groß umgebaut und einer unserer Bewohner ist total fasziniert davon, ja, dass vor seinem Fenster jetzt immer ein Bagger herumfuhrwerkt und hat zum Ausdruck gebracht, dass er da gerne mal rein möchte. Und ich möchte mich ganz herzlich einmal bei dir, bei euch vom Tanzhaus Bonn bedanken, aber auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, denn unsere Wünsche hier stehen unter dem Motto Erlebnisse schenken und das machen Sie heute Abend. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, lieber Michael. Was passiert dieses Jahr? Ja, die Lebenshilfe ist nicht nur für erwachsene Menschen mit Behinderung da, sondern auch für Kinder. Wir haben uns dieses Jahr Herzenswünsche von Kindern angeschaut. Unser Kindergarten hat einige Eltern, die etwas in Schwierigkeiten geraten sind, wo die Kinder in der Freizeit oder mit Spielmaterialien zu kurz kommen. Und wir werden dieses Jahr Menschen aus dem Kindergarten unterstützen. Schön, vielen Dank, lieber Marion. Das ist ja eine besondere Veranstaltung hier. Treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung. Ja. Macht das für Sie den besonderen Reiz aus? Ja, das ist schon sehr gut, finde ich auch. Sehr, sehr unterstützenswert. Schön. Was hältst du denn von der Idee, dass hier Menschen mit und ohne Behinderung zusammen tanzen? Doch, eigentlich ganz cool. Das haben wir auch in der Tanzschule ab und zu, dass da welche mit Handicap dann bei den normalen mit. Ja. Was heißt normalen? Das hört sich doof an. Ja. Bei den Jugendlichen mit tanzen. Was ist denn für euch der besondere Reiz dieser Veranstaltung? Also allein das Thema, was dahinter steht, die Hilfe für die bedürftigen Menschen. Ganz tolles Event, haben Riesenspaß, freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Das, meine Damen und Herren, ist die Frau Müller. Frau Müller, Sie sind das erste Mal bei der Charity Night Bonn dabei. Genau. Wie gefällt es Ihnen? Das stimmt sogar. Finden Sie gut? Ja, finde ich. Haben Sie denn auch schon ein bisschen getanzt? Nee, noch nicht. Na dann ab mit Ihnen auf die Tanzfläche. An meiner Seite jetzt die beiden Geschäftsführer des Tanzhaus Bonn, die diesen Abend hier veranstalten. Schandor, ja. Mit ganz vielen Aktionen und vor allen Dingen aber natürlich auch mit diesem Galaball zeigt das Tanzhaus immer wieder auch Engagement für soziale Projekte. Warum ist euch dieses Engagement so wichtig? Ja, wir haben von Anfang an gemerkt, wie schön es ist, einfach für einen selber, fürs Team, für unsere Teilnehmer, für uns alle zusammen, etwas zurückzugeben von dem, was wir alle für selbstverständlich empfinden. Ja. Ja.
Das ist der Hauptgrund, also ganz einfach. Ja. Das ist ein schöner Grund, wie ich finde. Ja. Timo, zu dir. Jetzt kommt bei dem Galaabend natürlich auch immer ein schönes Sümmchen zusammen. Die eigentliche Intention ist aber natürlich, die führt ja noch ein bisschen weiter. Was ist eure Intention von dieser Veranstaltung? Was soll das Ganze bringen? Also zunächst einmal hoffe ich natürlich, dass ein stattliches Sümmchen heute zusammenkommt. Wir unterstützen das ja noch mit dem Losverkauf und wir wollen also wirklich damit was Gutes tun und wir suchen ja jetzt schon für Projekte, für die wir im nächsten Jahr sammeln können und spenden können. Also etwas Gutes zu tun liegt uns da wirklich am Herzen und es ist natürlich auch schön, wenn darüber gesprochen wird. Wir freuen uns immer, wenn dann darüber erzählt wird, dass wir einen schönen Abend hatten, dass man hier Spaß haben kann und gleichzeitig was Gutes tun kann. Das ist uns wichtig. Schön. Wundervoll. Ja, und für uns ist das natürlich auch immer eine Riesensache. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben einen Riesenspaß hier auf dieser Veranstaltung. Ja, und so führen wir das fort, würde ich sagen. Jedes Jahr wieder. Jedes Jahr wieder, genau. Prima. Das war eine Veranstaltung ganz im Sinne von Mitten im Leben, denn hier konnte wirklich jeder mitmachen und mittanzen. Selbst ich bin die meiste Zeit nicht unangenehm aufgefallen. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Brückenforum Beuel mit dem Gefühl, Teil von etwas ganz Besonderem gewesen zu sein, das aber irgendwie auch wieder ganz normal ist. Bis bald bei Mitten im Leben.